Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so eine kleine Alternative zu einem Add-on zeigen, das leider nicht mehr funktioniert seit 8.0. Und zwar wisst ihr ja, dass Blizzard seine Politik mit den World Quests ein wenig verändert hat. Sie wollen nicht mehr, dass man automatische Gruppen bilden kann für World Quest. Hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, weil sie den Content wieder ein bisschen mehr hervorheben wollen und viele Leute einfach nur durch Gruppen hoppen und quasi so diese Sachen quasi skippen oder auch leechen. Und ja, ich zähle mich auch zu der Gruppe der Leecher. Deswegen hat es mich dann doch hart getroffen und ich habe jetzt nach Alternativen gesucht. Wer jetzt nicht weiß, von was ich rede. Also, Blizzard hatte theoretisch ein eigenes System, wo man quasi für jegliche Quest oder auch World Quest in der quasi queuen konnte und dann gab es ein Add-on, das hieß World Quest Group Finder. Das hat diese bestehende Grundmechanik genutzt und hat das ein bisschen mehr automatisiert. Ganz am Anfang ist man sogar in eine World Quest reingeflogen. Man hat sofort die World Quest quasi, man hat sofort für diese World Quest gequeued, wenn man die richtigen Haken gesetzt hat und war in der Gruppe. So, sprich, musste eigentlich bloß noch rumfliegen und ist in die einzelnen Gruppen reingekommen. Das musste man danach ein bisschen, musste man ein, zwei Klicks machen, aber es war auch nicht viel mehr Aufwand, weil Blizzard da ein bisschen was verändert hat. Und jetzt haben sie ihre Grundmechanik rausgenommen und dementsprechend auch damit das Add-on kaputt gemacht und ja, es funktioniert nicht mehr. Also sprich, man müsste jetzt die World Quest an sich selber machen. Aber es gibt jetzt hier eine kleine Geschichte, wo man das ein bisschen umgehen kann. Und zwar habe ich hier ein Add-on, das heißt World Quest List heißt das, genau. Und wenn wir jetzt hier in eine World Quest reinfliegen, kann ich hier auf Find Group machen. Drück hier einmal drauf. Annehmen. Und tada, ich bin in der Gruppe in Patch 8.0. Das machen noch nicht sonderlich viel, deswegen waren da auch nicht viele Gruppen drin. Und es ist auch ein bisschen komplizierter. Wenn eine Gruppe drin sein sollte, was im Moment selten ist, sage ich euch jetzt gleich, dass das selten ist, weil das Addon nutzen noch nicht viele. Und ich mache jetzt ein Video drüber, um vielleicht dazu zu sorgen, dass das vielleicht ein bisschen mehr Leute machen. So, um das jetzt einmal erklären zu können, ne? Jetzt bin ich in eine Gruppe reingekommen, ist soweit alles gut, ich kann die World Quest mit ihm zusammen machen. Wenn ich aber da keine Gruppe drin habe, dann ist es nicht so, dass ich einfach auf den Button drücke. Hier habe ich immer noch World Quest Group Finder, das kann ich eigentlich mal runter machen. Wenn wir das drücken, passiert gar nichts mehr. Sondern ich habe jetzt hier einen weiteren Button. World Quest List ist das und da seht ihr, kann man verschieden draufdrücken. Wenn ich hier den Linksklick drauf mache, kann ich hier quasi instant reinqueuen. Das hatten wir ja eben gemacht. Sollte keine Gruppe drin sein, drücke ich mit der rechten Maustaste drauf und dann kommt hier ein Feld. Und zwar muss ich eine Nummer eintragen. Und zwar hier ist es in dem Fall 43183. Drücke Enter und dann erstelle ich die Gruppe. Was macht er? Er erstellt quasi mit dem Ding die Gruppe und jeder andere, der auch das Addon drauf hat, checkt in jeglicher Sprache, dass dieser Code für diese World Quest steht. Warum macht das Addon das? Und zwar, es wird nicht mehr automatisch die World Quest so reingebastelt, also erstellt mit dem Namen. Man muss den Namen selber auswählen, das war eine Grundbedingung von Blizzard. Und wenn man selber den Namen reinschreiben müsste, erstmal, wer tippt das Ganze hier ab? Und dann hätte man auch das Problem mit anderen Sprachen und solchen Gedöns. Deswegen muss man das halt quasi hier über so ein Codesystem machen. Und deswegen handhabt quasi das Addon das auch über dieses Codesystem. Prinzipiell macht hier dieses World Quest List noch einiges anderes. Zum Beispiel hier diese Liste, ja, die man quasi erstellt, wo man dann auch die World Quest filtern kann, was man haben will, und dann wird einem das angezeigt, was man haben möchte. Hab ich zwar dafür schon lang drauf, hab ich aber persönlich nie genutzt, aber die Funktion, die es übrigens auch schon ein Weilchen gibt, aber immer schlechter war natürlich als die Funktion von World Quest Group Finder, ist jetzt, denke ich mal, eine Alternative, womit man leben kann. Und sobald mehr Leute nutzen, denke ich mal, wird es ähnlich funktionieren wie World Quest Group Finder im Moment. Wie gesagt, nutzen es noch relativ wenige Leute und man hat dementsprechend da auch kaum Gruppen drin. Und das ist so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte, wenn wir uns jetzt nämlich abmelden und nochmal reingucken. Ja, eine Gruppe ist bis jetzt drin mit dem einen Dude, der AFK ist. Also sprich, das müsste man ein bisschen mehr beleben. Dann hat man, denke ich, mal wieder ganz gute Chancen, damit regelmäßig und zügig Gruppen zu finden für die ein oder andere World Quest. Ja, das war es soweit vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und schreibt mir mal rein, wie ihr die Alternative findet. Meint ihr, dass es nichts ist? Meint ihr, dass es zumindest etwas ist, wo ich etwa der Meinung bin? Und ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.